Gott. Yeet. Na, das war gut gemacht. Nur nicht von mir. Oh. Funktioniert das hier nirgendwo? So eine Kacke. Nö. Oha. Einfach auf dem Schiff. Oh no. Spiegeln waren ja auch ein Ding in dem Game, ne? Ah ja. Erinnere mich eigentlich an gar nichts, aber ich weiß nur, dass ich ja manche Sachen halt weiß ich noch. Nur ich weiß leider nichts Spielentscheidendes. Irgendwie konnte man nachher durch Spiegel durch. Oh. Da will wer unser Auto klauen. Ich bin empört. Ah, ein Bait, oder? Es muss doch ein Bait sein. Wir kommen hier nicht rein. Ich komme hier doch nicht rein. Ja, Garagenschlüssel. Die Ecke einfach. Wahrscheinlich zu oft gegengerannt. Er war abgeschlossen. Was ist denn hier los? Wer macht sich denn die Mühe, anstatt einfach die Tür abzuschließen? Hier ist doch noch so alles wie vorher, oder? Ja, dann setzen wir uns doch hier erstmal ganz entspannt hin. Ja. Schön. Ich wusste es. Ich will so eine schöne VHS. Ja, das ist halt immer dieser Fernseher, oben die Uhr und ich weiß nicht, irgendwo, glaube ich, Licht. Das waren immer so drei so richtig schlimme Orte. Wenn du da zu oft dran vorbeigehst, immer passiert dann da was und dann, ja. Hey, ich habe irgendwo diesen Schlüssel, glaube ich, verpasst. Hä? Dann können wir hier rein. Na, ja, egal. Kuckuck. Ah. Die Ritterburg. In der Ritterburg. Ja. Storage. Wiseful used. Was könnten wir denn da anpatschen? Oh. Horrorspiele und Essen im Kühlschrank. So, was ist das da oben? Nichts. Wir haben nichts in der Gefriertruhe. Das muss nichts Schlechtes sein. So, und hier unten Bier. People Cow Milk. Du hast Milch gefunden, lecker. Hä? Und das ist jetzt etwas, was ich mitnehmen kann? Ach, Digga, dieses Game. Lecker Milch, ja, das nehmen wir mit. Warum kann ich die Flasche nicht mehr loslassen? So. Tasse. Steht etwas drauf. Ah, oh, kann ich nicht lesen. Junge, so viel Geschirr zum Abwaschen. Und dann stehen die Teller hier einfach zum Staub ansetzen. Ja, okay. Warte mal. Okay, das ist anscheinend nur bei dem Ding so. Ja, okay. Immer noch 3.33 Uhr. Auch Tabletten. Warum ist da ein Hammer drauf? Bannhammer. Geil. Was ist jetzt passiert? Ich hab's nicht gesehen, was nochmal?
Eine Mikrowelle. Ja, Uhrzeit. Wir müssen uns am Anfang halt wirklich mal alles angucken, bevor wir irgendwelche wichtigen Infos verpassen. Geil, sowas hatten wir früher auch. Dezember, August, Dezember, Juli, September, Saras. Weil, achso. Einfach mal so 10 Jahre nicht mehr gemessen. Wer hat denn so einen Wasserspender bei sich in der Bude stehen? Dann musst du, wenn du Wasser trinken willst, aus dem Ding da Wasser holen gehen, das auf. Ah nee, ist ja Amerika, ne? Oder es also, muss ja nicht in Deutschland, du kennst ja kein Trinkwasser aus dem Wasserding. Ja, ja, okay, ich nehme alles zurück, mal auf das Gegenteil. Und wieder viel zu viele Zigaretten rumliegen und so. Zigaretten? Arcade. Ist eine gute Serie. Getting more and more popular. Aha. Ja gut, können wir alles nicht lesen, schade. Ist auch schon wieder abgeschlossen. Können wir den Tisch wegschieben, Katzi. Haben wir gerade eine Katze gehabt, um den Tisch zur Seite zu schieben? Okay. Das war anscheinend ein entscheidender Moment im Spiel. So. Licht bleibt an, Kollege. Kollegin. Mann, Briefe können wir auch alle nicht. Also wir können uns hier wahrscheinlich wieder den Schrank und alle Teller da drin angucken, aber keinen einzigen Brief. Okay, die Teller nicht. Aber es ist eine coole Vitrine. So richtig oldschool. Huch. Okay. Finde eine Matroschka. Das ist einfach ein Achievement wieder. Okay. Okay. Geil. Immerhin finde ich so Achievements. Warum werden wir wieder dumm? Ich will nicht dumm werden. Alter, ist das schwer, manchmal so einen Schrank aufzukriegen. Ganz viel Stuff, den wir uns nicht angucken können. Aber dann diese Vase. Hallo. Schade. Wäre cool gewesen, wäre da jetzt was drin. Nope. Nope. Wieder, hä, warum? Also vor allem, ja okay, ist auch halt kein deutsches Bier und so. Naja, gut. Das ist ein Teller, ne? Wieder angucken. Mmh, lecker, Essensreste. Voll blutgehustete Taschentücher oder was? Oder Nasenbluten oder was? Das ist das? Keine Ahnung. Lol. Lol. Wo hat ihr die Tasse gekauft? Ich will die haben. Jo. Fällt ganz entspannt und leise auf den Boden. Ja, der gute alte Plops Tomatenketchup. Jetzt aber gut hier. Ich muss doch gucken, was du zu essen da hast. Nichts kann man hier kochen. Pio Play. Senf. Noch eine Vase. Ach, man kann damit interagieren. Es gewittert immerhin mittlerweile. Nee, das ist offen. Ich will schon rausgucken. Hä, voll toll. Mir fehlen die Gewitter-Sounds, also das Donnern und so. Ich liebe Gewitter. Ich weiß nicht, wieso Gewitter so ultra angenehm ist, ne? So, aufräumen. Ob es ein Achievement dafür gibt, wenn man hier alles sauber macht? Nee, wenn man jetzt lassen wir das jetzt. Das wäre jetzt zu viel jetzt. Also wirklich. Nochmal weitermachen, ne? So, Licht anlassen. Ach ja. Ey, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Nö. Ich gehe wieder. Tschüss. Spaß.
Resetten wir die Welt? Ja, okay. Learning ist, wurde gerade gemacht. Wir resetten auf jeden Fall die Türstadium. Status C. So, auf dem Zettel stand noch drauf, wo. Ihr untersuchen. Looking for the garage key. It's probably in your jeans pocket in the laundry room. As always, think me for later. Think me later. Jeans pocket. Hier irgendwo. Wie zu kriegen, wie darf ich wieder eine Katze ziehen? Dieses Game, ey. Ja, cool, jetzt haben wir den Garagenschlüssel. Warum haben wir dafür eine Katze gekriegt? Check ich nicht. So, mein Freund. Immer schön auflassen. Ja, wir sind ja jetzt gleich da. Oh. Stop this, please. Um Gottes Willen. Ja, du musst es nicht mit dem Gesicht ausmachen. Alter, er küsst das, die Alarmanlage aus. Sie ist schon wieder drauf gehustetes Blut. So, ist das jetzt hier für ein Lachs? Ein Hammer. Oh, das ist, mit dem Hammer können wir Spiegel einschlagen. Schlagen. Er lutscht jetzt den Hammer da weg. geil. Auf wie viel Spaß es gemacht hat, diese Soundeffekte aufzunehmen wahrscheinlich. Höchst erotisch zieht er da den Hammer aus der Windschutzscheibe. Hat uns die... Dolores Umbridge halt ins Auto geworfen. Ja, okay. Ja. Können wir fahren? Ich krieg die Tür nicht zu. Das ist... Können wir bitte gehen? Also for real? Ich sehe im Rückspiegel auch nichts. Das Auto ist nicht fahrtauglich, wenn man im Rückspiegel nichts sieht, Leute. In keinem der Rückspiegel sieht man was. Ey, jeder Spiegel in diesem Spiel funktioniert außer der, oder was? Leute, ich hab dich jetzt in der Hand. Kann ich schlagen? Achtung! Das Spiel konnte nicht automatisch gespeichert werden. Bei Bedarf bitte manuell speichern. Jo, vielen Dank, Happy. Willkommen. Ja, okay, dann... I guess... Lass ich das Ding wieder... ja, wir steigen erstmal wieder aus. Wir steigen erstmal wieder aus. Ich breake das Game gerade, aber ich möchte gerne diesen Hammer tatsächlich haben. Danke. So. Können wir bitte fahren? Das wäre doch eine Idee. Dein Verstand nimmt rapide ab. Boah, dieses Auto geht mir so auf den Sack. Jetzt müssen wir das wieder auslutschen.
Boah. Diesmal haben wir keine Cutscene zum Auslutschen. Ah, da kann man auch hoch. Stimmt ja. Hm. 12 fucking Monate. 12 Monate. Nein. Ich hab einen Hammer. Also, es ist ein richtig, richtig großer Hammer. Was war. Keine Ahnung, ich verpasse alle Jumpscares. Jetzt gab man hier. Oh, und jetzt müssen wir den ganzen Weg entlang schleichen. Oh. Schneller. Ja, es geht wirklich schneller. Nee, 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 nee. Sprintet richtig los. Nochmal. Hey, man wird hier wirklich schneller. Ja, das macht ja auch Sinn, ne? Weil wenn du schnell genug läufst, dann durch die Zentrifugalkraft, ne? So. Lol, jetzt sind wir im Keller. In diesem. An der Stelle war ich wirklich oft. Wir brauchen hier das Spielzeug doch für dieses Dings. Ist das das Spielzeug? Nee. Okay, das können wir nicht ans Mobile hängen. Mobile? Nee, 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 Mobile. Anemo, Anemo. Hits. If you need something in the electric room, go ask Dad in his office upstairs. Ich weiß nicht, ob ich Dad asken will. Read backside. Do not enter here, kids. Okay, dann müssen wir wieder gehen. Du musst mit beiden Händen greifen, um es zu verwenden. Ja, warte mal. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Zack. Nee. Ah, unser Inventar ist voll. Und das können wir auch nicht da reinziehen, ne? Pillen brauchen wir auch gerade nicht. Machen wir hier mal einen Drop It. Zack. Und jetzt haben wir den beiden Händen. Bäm, Junge. Jetzt können wir den Lack da aufhauen, ne? Ja, es geht. Ich glaube, das hat dir nicht so gut gefallen. Geil. Einfach einen Vorschlaghammer in einem Horrorspiel. Ja, ich habe mich noch nie so sicher gefühlt. Oh. Ja, ja, mir geht's gut. 1000 Schlüssel gleichzeitig versuchen. Muss nur schnell genug den Schlüssel verwenden, dann funktioniert das schon. Warte mal, meine Kerze ist runtergebrannt. So, der Lachs. Bam! Das ganze Game explodiert. Hä? Damit kann man interagieren. Aha. Da haben die auch nichts drin. Doch, da ist noch eine Matroschka. Ja, guck. Eben hat das ein Dings gegeben. Ein Achievement. Jetzt haben wir die zweite gefunden. Jetzt können wir bald eine komplette Matroschka verwenden. Boah, der Fernseher geht bestimmt auch 1000 Mal an. Okay, also wenn es nicht die Spielzeuge hier sind. Okay, so kann ich immer darauf zugreifen, glaube ich. Welche Spielzeuge sind es dann? Irgendwo müssen wir für dieses Mobile halt was finden. Schon wieder diese Puppe. Auf dem Grammophon liegt keine Schallplatte. Okay, das heißt, wir können literally auch noch eine Schallplatte finden und die da drauflegen. Geil, Musik hören. Feier ich. Seit InSound Mind will ich jetzt ab sofort immer jeden Soundtrack hören, den man hören kann. Storage Room. Lagerraum. Dynamische Gegenstände, die für einen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Na, das wird mir ja nie passieren.
Ah, siehst du mal. Ja, warte. Aha. Aber das ist ein maximal hässliches Vorbild. What the fuck? Okay, also ja, gut, dass es hier im Lagerraum ist. Kann ich das kaputt schlagen? Wie greife ich das Ding? Achso, jetzt. Achso, ja. Okay, solider Spiegel auf jeden Fall. Ja, Licht aufstellen. Da waren wir noch nicht. Da unten waren wir auch noch nicht. Wir sind nirgendwo noch lang gegangen eigentlich. Ich glaube, Dolores Umbridge gefällt das nicht, dass wir das machen. Oder der Spiegel hat Gefühle oder so. Da unten waren wir nicht, da noch nicht. Das muss ich mir merken. Wir gehen jetzt trotzdem da hoch. Wir gehen da hoch. Jetzt mussten wir mit Linksklick interagieren, nicht wie eben bei der Treppe, ne? Naja, gut. Never change a running system. Oha, sieht auch voll cool aus hier. Okay, das Bild ist ja was Aussagen. Achso, das ist das gleiche, nur in anderer Helligkeit. Ja, es wird immer heller, da immer dunkler. So ein Stuhl. Es klemmt, vielleicht kriege ich es mit einem richtigen Werkzeug auf. Ja. Mit der Milch. Aber könnten wir überhaupt Milch mitnehmen? Sieht einfach lecker. Nimmt er die Milch mit. Gibt's denn sonst irgendwas? Ey, dieses, keine Ahnung, Betonfenster da. Also jetzt, das kannst du ja einreißen. Stofffenster, das ist wahrscheinlich ein riesen Stofffenster. Okay, da ist ein Kompass. Ich habe keine Ahnung, wofür wir einen Kompass brauchen. Genau wie mit der Milch. Aber, kann ja nicht schaden, wenn wir sie dabei haben, ne? Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diesen Hammer sehr früh gefunden habe. Das ist der Hammer. Wie du dich bewegst im Outfit. Hammer. Hadouken! Ja, wäre hier jemand um die Ecke gewesen, den hätte ich direkt kaputt geschlagen. Warte mal. Da geht's. Hä, warte mal, da geht's auch hoch zu uns. Oh, hat nur ein bisschen geleckt. Spiegel! Natürlich. Guck mal, da ist der Spielplatz von Terminator und Harry Potter und dieser ganz bekannte Spielplatz. Also ich würde mir auch so einen Spiegel aufhängen, bin ich ehrlich. Egal wo der hinführt, so schnell kannst du niemandem etwas liefern. Warum ist unser Kopf gerade kaputt? Warum werden wir immer dümmer? Ich will nicht dumm werden. Hallo. Okay, es wird wieder besser. Können wir schaukeln? Können nicht mal schaukeln. Okay, wir sind auch zu schwach, um das einzureißen. Können wir rutschen? Oh? Oh. Wir können die Rutsche hochgehen, immerhin. Hä, voll cool. Aber das ist eindeutig nicht der Eingang zu einem Haus. Wir haben gerade einfach Steps gehört über uns. Ich sag's euch, ich bin so froh, dass wir diesen Hammer haben. Richtig sicher fühle ich mich jetzt. Das sieht voll cool aus. Wie so ein Sherlock Holmes Intro. Von Sherlock Holmes habe ich mir, by the way, auch mal das Pianostück angesehen. Fand ich tatsächlich nicht so cool. Ich werde ein anderes üben als nächstes. Also, ich habe jetzt Fabelhafte Welt der Amelia viel geübt. Jetzt kommt, glaube ich, erstmal Crysis 2 Theme Music, weil das übel geil aussieht zu spielen, sich richtig gut anhört. Ist das eine Ecke? Ne. Ja, keine Ahnung, in welche Richtung. Ich gehe erstmal da lang, weil da ein Müllsack steht. Ei, okay, ja. Okay, wir sollen in die andere Richtung. Alles klar. Ja, das ist ein Flashbang.
Warte mal, die sollen auch nicht darunter. Warte mal, was? Ne, wir sollen auch nicht hier runter. Oh Gott. Schlimmste Teil des Spiels, Flashbangs. Was machen wir denn hier? Ist das einfach so ein Entspannungsort? Ne, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt eine Statuette. Die ist sehr auffällig. Mit einem Crack. Oh. 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 Okay. Ich bin nicht mehr amused. Aber das ist ja jetzt hier. Es wird ja einen Grund geben, warum es das hier gibt. Haben wir irgendwas anderes noch? Schlüssel dafür? Die ist aber nicht abgeschlossen. Ne, wir können das auch nicht verwenden. Da kann man hoch, oder? Nee. Wo wird's denn da hingehen, wenn das unser Haus wäre? Vielleicht von außen zu diesem Kompass, ne? Irgendwie wird unser Kopf immer dümmer. Wenn wir hier sind. Hinweis vermeldet zu lange im Dunkeln. Wir sind doch nicht im Dunkeln. Ah. Wo ist es denn hier dunkel? Ja gut, dann gehen wir jetzt, denke ich, wieder rein. Hier ist ja literally nichts gerade, was wir mitnehmen können. Schade. Na gut. Spielplatz müssen wir uns jetzt auch merken. Spielplatz, Kompass, Mobile. Dann haben wir Milch, den Dachboden, da haben wir noch was. Im Keller haben wir noch zwei Orte. Ja, ist ja nichts im Prinzip, was wir noch erkunden müssen. Geht's noch weiter runter? Irgendwann geht so ein Ding hoch. Boah, imagine, man muss hier durch, während man gar nichts sieht. Sympathisch. So ein Spiegel. What took you so long, George? You know when tea time is. And yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. I know you tire of me. Oh yes, I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. I'm sorry, I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. I'll wait here, George. Tee. Ich, huch. Weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Muss mich verdrückt haben. Ich weiß tatsächlich nicht, wo dein Tee ist, aber wenn du sagst, dass ich das weiß. Oh, guck mal, eine Kassette. Dolores Behavior. Das ist Part 2, ne? Ja, nehmen wir mit. Hören wir uns später an, Dolores. Ich, muss mal den Hammer wieder einhändig nehmen. Können wir den bitte in die rechte Hand nehmen? Nee. Wir können auch nichts öffnen sonst, ne? Ne, wir können sonst doch mit rechts, oder? Ne. Linksklick interagieren. Ja, aber. Okay, warte. Halten, öffnen, vergrößern, verwenden, fallen lassen. Geht aber nicht mit dem Ding. Wir können nur zuschlagen.